Man sieht doch mal wieder, keiner schafft es wirklich, 10 Cheeseburger zu essen, weil es so eklig ist. Was? Sido und so. Kennst du es nicht? Ich habe nicht geschaut, ne? Die schaffen es nicht, irgendwie 10 Cheeseburger. Was neue Herausforderung, Jungs, Alter. 10 Cheeseburger? Ich stell mich der Herausforderung. Das klingt eigentlich voll easy. Alter, kennst du nicht die Videos? Ja, Tati, wenn du 15 schaffst, dann hört auf mit dem Hate, weil das ist ein Hater, ein Regulärer, der mit Tati so eine Beziehung aufgebaut hat. Und dann abonniert er sogar für 5 Euro, also Kanalmitgliedschaft. Glaubst du, Tati packt das? Die Schärfe oder die Cheeseburger? Die Cheeseburger, die Menge. Boah, die Menge. Ich schwöre, ich kenne echt viele Fettsäcke, die viel essen können. Und dazu gehört Tati. Tati kann echt mega viel essen. Oi, da bist du begeistert. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Heute Hong hat extra Mac ausgesucht, der anscheinend gut ist. Ja, sehr geil. Ja, ich hab schon Hunger. Ich habe heute echt nicht viel gegessen, Mann. Oi, was geht ab, Leute, Hong? Mit am Start Tati. Und seine 15 Cheeseburger. Ich hab Hunger. Auf geht's. Gönn dir, Mann. Bismillah. Ich glaub schon, dass du schaffst, gell? Der erste ist immer geil. Hä, seit wann ist die Soße da orange? Hä? Das ist doch, Ketchup-Rot muss sein. Ja, keine Ahnung. Ketchup-Rot. Schau mal drauf. Mein Gott. Welches Gemisch? Fetter Minuspunkt. Wieso was passiert? Wir haben mal süß-sauer. Was hast du? Was anderes? Ja, natürlich, immer 30 Stunden. Ja, gell? Da musst du nach dem 5. mir was trinken, oder? So, den Geschmack verändern. Echt Anfängerfehler, wie kannst du nicht zum Trinken holen? Du bist doch der Superkoch. Was füllt ihn nur? Am Anfang nicht. War immer so ein, zwei Schlücke zur Abwechslung. Ich hätte mir auch Pommes geholt. Nein, erstmal essen. Erstmal ein paar essen und dann den Geschmack erfahren. Hast du schon zwei? Okay. Dann sitzt der zweite. Ich hab Zeit, oder? Ja. Oder soll ich das in 10 Minuten mit deinem Glück? Nee, kann ich das nicht. Also ich glaube, ich muss hier weg, ich kann sie mit einem echt ärgern. Also? Irgendwie dauert das. Das ist ja auch voll spät bezahlt. Alter, bist du noch bei meinem McDonalds? Wie entspielt bei mir dran? Warst du da dabei? Du meinst letztes Mal? Wo wir Stachos waren? Oder Marienplatz mal? Nee, ich meine das vor Jahren. Okay, ja. Und wir kaufen mal, wo wir in den letzten paar Jahren McDonalds waren. Ja klar, ich kann mich noch daran erinnern, Barisch. Freut mich. Schau, hier ist sie wiederum rot. Ich hab gesagt, das ist Ketchup und Senf gemischt, oder? Da. Normalerweise Senf irgendwie. Wir haben es auf die falsche Wurst drauf gemacht. Echt merkwürdig, es war heftig orange. Ich muss ihn fragen. 21 oder so, warte. 24 Euro. Was ist du da? Doppel Cheeseburger. Oh mein Gott. Ich supporte dich mit deinem Mann. Ja gut, du kannst damit einfach. Und wie fühlst du dich jetzt schon? Immer noch hungrig? Erzähl so ein bisschen was. Ja, man muss ganz da. Was soll ich erzählen? Mach ja, so mit Bank wird immer noch pro Biss immer leckerer oder fängt es dann schon an? So Cheeseburger vom Geschmack 1 bis 10. Was würdest du einem Cheeseburger geben? Cheeseburger ist mein absoluter Lieblingsburger. Echt jetzt? Immer. Ja. Nicht. Oh. Warte, du hast zu mir immer gesagt, das weiß ich zu 100%, Chili Cheese. Ja, aber ich rede jetzt von so einem. So ein Häppchen oder Snack oder weißt du? Ach so, ist ein Häppchen. Na?
Kennst du das nicht, wenn du zu McDonalds gehst und so und hier wollt eigentlich nichts essen und nur so ein bisschen, dann hol ich mir mal so 2 bis 3 Cheeseburger. Einfach so. Okay. Und dann sind sie auf dem Weg zu Uber, meistens aber schon weg, oder? Aber der Long Chili Cheese halt vom Burger King, das ist echt, der ist echt krass. Chili Cheese ist schwer. Diese Kombination ist einfach. Auf, da kannst du nicht viel fressen, mal, weil es für Käse und so drauf ist. Diese geschmolzene Käse mit dem Jalapeno. Das stimmt nicht. Mit einem Schwert. Ehrlich? Du meinst Zwischenfazit hier. Wie hast du schon geschafft? Scheiße. Ah, hier. Mein Vierter. Kollege. Und? Nein, ich habe keine Nummer. Null Sättigungsgefühl. Schmeckt immer noch. Alles klar. Schauen wir. Das ist so ein Trend, wo Leute sich einfach beim Essen filmen. Meistens irgendwas Besonderes oder meistens irgendwas besondere Menge. Ja. So zum Beispiel. Und dann wird das gefilmt, Leute schauen sich das gerne an. Und dann. Es gibt Leute, Kanäle, die machen nur das und haben unglaubliche Abonnenten. Demnächst. Denk dran. Die Menge ist nicht das Problem von Kalorien oder die Menge. Dass es immer derselbe Geschmack ist. Das ist 4500 Kalorien, ich bitte dich. Das schaff sogar ich an guten Tagen. Nicht schauen, weil die Pommes. Du würdest 50 Cheeseburger schaffen. Nein, 4500 Kalorien würde ich schaffen. Ja. Mit Abwechslung. Aber nur dasselbe ist echt schwierig. Und immer das Gleiche, man. Viel Arbeit, immer nur Arbeit, man. So gut. Mein Zwischenfazit. Also, völlig gefühlt ist immer noch kein Star, kein nächstes Mal. Aber jetzt so langsam merke ich so diesen Geschmack, weißt du, diesen. Penetrant. So eintöniger. Ja, ich glaube, langsam muss echt mal ein Getränk her und ein bisschen dazwischen schlürfen. Aber so vom Ding her. Du bist fast bei der Hälfte. Geht's eigentlich, ja. Du bist ein Chicken Nugget. Ja, kann ich auch eingeben. Ja, das ist gebacken, Alter. Da ist Fett, alles. Das ist tödlich, sagt für meinen Magen, Leute. Wenn ich das esse, dann ist ein Cheeseburger. Ein Nugget, ein Cheeseburger. Tot. Lieber ist echt nur noch irgendwie Cola oder irgendwas. Immer so ein paar Stücke hinterher. Mal bitte schon. Aber ich bin sehr. Ja, packst du schon, packst du schon. Ich bin sehr zuversichtlich. Wir haben hier auch mit Scherzen geantwortet, wo Liebe, Leben, bla bla. Ja, nicht alle. Alter, ich kann jetzt schon nicht mehr. Okay, schmeckt ein bisschen würziger. Oh mein Gott, wo ist nicht? Tu mal nur so ein Mini-Teil. Hau ab jetzt! Im Nachhinein alles, aber wenn du drin bist, meine ich, dann merkst du es nicht wirklich. Leute, ich hab's gemerkt, zum Beispiel Pokémon Go, wo ich nachts während dem Regen Arenen gemacht hab draußen. Mit dem Fahrrad. It was at this moment that he knew. He fucked up. Also schaust noch voll normal aus. 2 Drittel, oder? Ja, aber das. Tunesia 2. Was ist denn los? Schöckelst du jetzt, Sati? Nein. Sind die Phase gekommen? Nein, nicht Tunesien. So sogar. Junge. Nein, der hat Geld benutzt. Es ist einfach Geschmack. Das ist einfach eine Geschmackssache jetzt, oder? Aber die 10, die Bagisch meinte, easy. Wo er meinte, das ist 10 schon endschwer. 10? Das ist immer 10. Ja. Und die ist gar nicht irgendwie schlecht oder so. Nee, schlecht ist mächtig, aber das ist so. Also ich merke schon, jetzt ist ein. Das ist bad. Jetzt wird so immer mehr am Mund, weißt du, beißt rein. Vorher kaufst du 3-mal, jetzt kaufst du ein paar mehr Mal. Ja, und dann, ja. Aber schauen wir mal.
So, meinen Trainer habe ich geschafft, Leute. Erste Runde, wenn man bestanden hat. Es ging ja erstmal um 10, oder? Eigentlich. Habe ich bestanden. Ja, aber voll easy. Richtig easy. Es ist echt unangenehm. Tati hat jetzt 10 geschafft. Hä, er hat's ja. Ist jetzt beim 11. Er muss sich schon abstützen langsam. Hä, wieso ist bei uns alles weg? Ich hab so erst das ganze Ding kaputt, ne? Ja. Hä, das ist sonst krass. Der gibt schon mal Watch und das ist immer der Moment, wo man sich fragt, wieso mache ich überhaupt so eine bescheuerte Wette. Ich glaube, der Tür ist hängt irgendwie. Ja, er ist irgendwo. Es ist auch noch so kalt, Mann. Ich muss mal fragen, ob ich ihn mal aufwärmen darf, oder? Wir leben hier in Deutschland, nicht in Tunesien, Tati. Ja, ich finde, sowas sollte es ja hier möglich sein. In Tunesien ist sowas hier nicht möglich. Pass! Nein, Sam! Pass doch! Ja, du schaffst du die 15, denkst du? Nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Unbelievable! Jetzt bin ich echt schon leicht enttäuscht. Ich hatte auch, ich dachte, ich schaffe das safe. Es ist echt. Und es sah auch krass aus. Also, ich sehe, ich schaue nur kurz weg, Hälfte war schon weg. Hat dann 10 geschafft. Und jetzt auf einmal bei 11? Aber das ist echt, wie Barisch gesagt hat, man. Das wird echt ekelhaft im Mund, oder? Also ich glaube, ich brauche locker noch einen Liter Cola, um das runterzuspülen. Dann schaffe ich schon. Echt jetzt? Ja. Weil ich, also völlig Gefühl, also ich bin schon, es ist schon echt, bin schon gut voll. Aber jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, so, ich muss jetzt mich übergeben oder so. Also es ist nicht von der Menge, sondern wegen dem Geschmack. Es ist echt nicht die Menge, ja, die würde ich schon eventuell schon schaffen, weil nicht vergessen, ich habe jetzt auch jetzt 0,5 Ding fast auch jetzt Intus, ja. Von der Menge her, glaube ich, geht schon, aber das ist, ich krieg, oi, das weißt, glaub, ich kaufe die ganze Zeit und dann, ja, ich weiß, ich glaube, kannst dich runterschlucken, weißt du? Ich glaube, man hätte schnell essen müssen. Vielleicht. Ja, das sowieso, da kriegt man immer mehr. Ja, bevor ich glaube, bevor der Körper alles realisiert, ja, ist schon genau. Drin und so, ja. Ja, auch so, nur so schaffen es auch die Wettesser. Ja. Also, du hast echt richtig locker angehen lassen. Das war ja für mich jetzt kein. Das wollte ich auch gar nicht. Soll es funktionieren? 15 Dinger ja, reinstopfen, Mann. Boah. Ja. So, zack. Und dann einen Schluck immer. Das machen die immer so. Ja, so ja. Die tunken es ins Wasser, damit die Stiger geschafft werden. Ja, genau. Solltest du es auch so machen. Oder? Das ist ein Ding, wenn du tunken kannst. Warum rein. Nicht? Oh ja, ich bleibe gerade bei uns. Gönn dir eine Pause. Komm, Kids. Wir haben nach dem Ball, jetzt schmeckt ich so alles aus diesem Burger. So das ganze Brot und das Fleisch und jede. Boah. Das klingt so eklig, Mann. Ja. Es ist, glaube ich, immer nur die Menge, die es ausmacht. Und also der Geschmack der Menge, ja, der. Boah. Ekelhaft. Gebt ein Like unten, falls ihr Tati Energie geben wollt, Mut zu sprechen wollt, dass das weiter versuchen soll. Gerne ein Like für das Video geben. Auf jeden Fall, Like, Mann. Haken, Mann. Ich versuche alles, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich schaff's nicht. Fazit, was sagst du zu Tati? Zu Tati? Ja, ich dachte, um ehrlich zu sein, er schafft ein bisschen mehr. Aber er schaut schon echt angeschlagen aus. Die ersten 8 sah richtig normal aus. Ja, er hätte schon echt stark am Leiden. Ich dachte, er schafft schon die 13, 14.
Aber so 13. 14 schafft er auf 15. Nee, eben nicht. Nicht? Das wird immer schlimmer. Es kommt wird dieser, so schlimm, Alter. Die Kurve geht nicht so, sondern am Ende exponentiell. Ja, das schon, aber bei 14 ist man ja direkt davor. Ja, glaub mir, aber ich hatte schon einige Wettessen und die letzten sind die schlimmsten. Sind wir am Ende angekommen, Pfeffi? Oder kommt da noch eine zweite Welle? Weiß ich nicht, Mann, aber das ist so ein ekelhafter. Dieser Geschmack in dem Mund, den habe ich immer noch, Mann. Also genau vier jetzt nochmal schaffst du jetzt nicht, oder? In 20 Minuten oder so. In 20 Minuten, ja. Also 20 Minuten Pause, dann essen, na, oder in jetzt? In 20 Minuten hast du noch Zeit. Safe nicht, oder? Also ich glaub, safe nicht. Safe nicht, ich könnte eventuell noch eine schaffen, ja, mit einer. Also ich glaube, ich müsste zu jedem Burger wahrscheinlich noch einen halben Liter Cola saufen, damit ich es runterkriege. Ja, aber das ist ekelhaft. Wir können jetzt ein paar Videos drehen und dann schauen wir mal, ob er noch weiter ist. Den geschafft. Ja, sag abschließende Worte zu der Challenge schon. Ich weiß nicht, ob ich es unterschätzt habe, aber es war anstrengend und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe 11 Stück geschafft, ein Liter Cola dazu. Die anderen vier, das ging nicht mehr. Es ging gar nicht mehr, gar nichts mehr. Und ich hatte meinen Magen, aber jetzt macht mein Magen auch zu langsam. Bin tilt. Ja. Leute, sorry, Hagen, tut mir leid, ich habe es nicht geschafft, weiter, hält uns weiter. Ja. Beim nächsten Mal machen wir was anderes und da gebe ich mir Mühe, Mann. Das war's von uns heute und von der Challenge. Diesmal leider nicht geschafft. Mal schauen, ob wir noch mehr Food Challenges machen, wie es das, was sich so ergibt. Gib gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo, check die Videos ab und ciao.